Hallo zu einem neuen Let's View über Resident Evil. Ja, angeregt durch Resident Evil 4 Remake, den ersten Trailer für das Spiel, was im März 2023 rauskommt, ja, habe ich meine Sammlung durchgeblättert und ich habe diese fünf japanischen Artbooks, Bücher sozusagen, die ich mir zugelegt habe, gefunden und die möchte ich mit euch genauer anschauen. Ich beherrsche Japanisch nicht, deswegen betrachte ich das, was ich sehe und erzähle euch das. Ja, passend zu Biohazard 4, also dem Originaltitel von Resident Evil 4, habe ich das Buch Incubate. Incubate, ich erkläre es ganz kurz am Anfang nochmal, bevor ich auch im Let's View werde ich wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen, ist eine Version des Spiels als Film. Sie haben also das Spiel zu einem Film umgewandelt. Naja, und das Artbook schauen wir uns jetzt mal an. Dann wollen wir uns mal das Buch Biohazard 4 Film DVD Book Incubate genauer angucken. Schönes Artwork. Was ich jetzt erstmal abnehmen werde, ist, was bei vielen japanischen CDs und sonst was ist, den Umschlag wollte ich noch nicht ganz abnehmen, und zwar nur diesen Streifen. Das ist ein Informationsstreifen. Ich wollte ihn dran lassen, damit ihr ihn auch erstmal einmal seht. Es ist ein einfacher Informationsstreifen, der so eine kleine Zusammenfassung enthält, was drauf ist und dass eine DVD enthalten ist. So, jetzt legen wir es weg. Ja. Außerhalb des Bildes brauchen wir nicht. Und dann schauen wir uns das Buch einfach mal an. Ein schöner Umschlag dieses Hardcovers. Wollen wir auch gleich erstmal lösen, gucken wir, was dahinter ist. Ach, die Zombie-Gegner, beziehungsweise die Genados. Recht gruselig sieht das aus, so schwarz-weiß. So, wieder drum den Umschlag, damit wir das schöne Buch sehen. Ich versuche es jetzt so ein bisschen zu halten, dadurch, dass es ein etwas anderer Einbandart ist, so Incubate-Logo und ein paar Grundinformationen. Ich kann jetzt das nicht übersetzen, ich kann kein Japanisch, aber schauen wir uns trotzdem weiter an. So, hier haben wir ein schönes Bild vom Village oder vom Dorf mit der Kirche und dem Turm, wo wir uns in Sicherheit bringen konnten, wenn wir durchs Dorf gelaufen sind. Ja, und dann sehen wir hier auch schon die Bilder, denn in diesem Buch wird erstmal die Geschichte des Dorfes erzählt. Diese Bilder sind im Abspann des Spiels teilweise zu sehen gewesen und erzählt eben halt die Geschichte des Dorfes, dass noch alles am Anfang friedlich ist. Hier sehen wir auch, das ist so ein bisschen zeichnerisch noch ein bisschen abgewandelt gegenüber dem Spiel. Das heißt, es könnte sein, dass das so wesentlich eher entstanden ist, denn das ist der Turm, wo wir uns drauf geflüchtet haben. Das sieht nach der Kirche aus, in der wir, ja, sozusagen, wo die Glocke läutet. Der Glockenturm fehlt jetzt hier. Oder der soll es sein, kann auch sein, dass es das sein soll. Wenn wir das uns mal angucken, hier haben wir davor die Zeichnung. Hier, ja, nee, das, doch, das ist ziemlich identisch. Doch, irre ich mich. Das ist die Kirche. Und das ist der Turm. Ja, das sieht nur so ein bisschen komisch aus. Nee, da haben sie sich doch getroffen. Nicht, nimm es zurück. Das ist alles sehr ähnlich. Kinder spielen friedlich. Hühner. Denn die laufen ja immer noch im Dorf rum, wenn wir das genau betrachten. Ja, es wird am Feld angebaut. Alles sehr, sehr friedlich. Hier ist der Künstler unten verewigt, der das gemalt hat. Rodrigo Mortago oder nein, kann ich nicht ganz lesen. So, hier sehen wir auch weiter. Dorfleben, Kühe werden gemolken, Kinder helfen. Ganz normales Farmerleben, kann man so sagen. In Europa, im Mittelalter, ja, ich weiß, es ist ja sehr fiktiv trotzdem. Es war mal so, aber inzwischen ist es nicht mehr so. Trotzdem, das passt ganz gut zur Geschichte. Hier auch Familien miteinander, sind höflich, freundlich, geben einander sozusagen, hier kommen, nimm ein Stück Brot oder so, oder Apfel aus dem Korb. Das ist eben halt ein schönes Leben. So. Na, nächste Seite. Ja, hier sehen wir auch eine Oma und das Enkelkind. Schön mit Häkelsachen und so weiter. Ja. Ernte wird eingebracht, wird wahrscheinlich zum Markt gebracht. Geschichte, wie gesagt, wird hier erklärt, vermute ich mal. Ich habe es nie gelesen, aber man kann sich das ja so ein bisschen denken. Ja, auch hier friedliches Miteinander. Die Kinder hören zu, wie einer singt. Sieht ein bisschen aus wie das erste Haus, wo Leon ja, den ersten Kontakt sozusagen trifft. Ja, hier auch Milch wird scheinbar, sind auch noch Milchkrügen von früher aus, die ins Dorf gebracht werden. Es ist halt sehr mittelalterlich. Modern und doch sehr mittelalterlich gemacht. Aber es passt ganz gut, wie gesagt, zur Kulisse. Ja,
Weiher hatten wir jetzt nicht in dem Spiel, aber das macht ja nicht so. Es ist eben halt hier noch sehr hell, das heißt, es wird friedlich. Und jetzt wird es dunkler vom Hintergrund, das heißt, jetzt beginnt die zweite Geschichte. Hier haben wir, ja, ich vermute mal Settler. Ja, mit, das ist der Bürgervorsteher da, der dicke Riese mit dem Bart, die eben halt dieses Dorf überreden, vielleicht zwingen, ja, sich der Illuminati-Sekte da, Illuminators oder wie auch immer, unterzuwerfen. Die werden zwangsgeimpft dann sozusagen, so sieht das aus. Und eben halt, wir sehen farblich auch der Hintergrund, wie sich das verschlechtert. Ja, das ist eigentlich auch im Hintergrund nur eine Zeichnung von dem Bild, was für ein Muster ist. Es wird immer dunkler. Hier ein Kind, sieht schon fast, als ob es verstirbt. Das ganze Verhältnis wird düsterer. Auch hier, wie sich ein Vater wohl, oder ein Bewohner verändert. So richtig bösartiger Blick. Hier leben die Kinder noch. Aber wir haben ja gemerkt, im Spiel sind keine Kinder. Und hier sind scheinbar die Kinder verstorben. Die haben diese Impfung nicht überlebt. Eigentlich auch schon sehr brutal. Ja, und dann sehen wir hier noch ein Bild, wo ein Las Plagas ausgebrochen ist. Noch sind die Bewohner schockiert, weil sie gar nicht gemerkt haben, dass sie da auch so einen Parasiten in sich tragen. Ja, das war die düstere Geschichte. So, dann haben wir hier nochmal die Bösewichter von Settler, dem Vorsteher und Salazar und seinen Dienern. Und dann haben wir hier Albert Wesker, Krauser, die auch nicht unbeteiligt waren. Cooles Ada Wong-Bild. Schön sexy immer. Und ja, und hier haben wir unsere sozusagen Helden. Leon, Ashley, die ja entführt wurde, die Präsidententochter, und Louis. Na, ich versuche es ein bisschen zu halten, dass es nicht ganz so blendet. Ich habe ja eine extra Beleuchtung hier aufgestellt. So, dann haben wir hier nochmal eine Erklärung zu dieser DVD. Wie eingangs erwähnt, ist da ein Film drauf. Es ist die Geschichte von Resident Evil 4 als Film erzählt. Es ist ein Misch aus den Zwischensequenzen mit Game-Szenen, die ohne irgendwelche, ja, also ohne irgendwelche Anzeigen und so weiter funktionieren und auch teilweise einen anderen Blickwinkel als der Spieler hat, ja, gezeigt werden. Das ist sehr interessant. Lohnt sich mal anzugucken. Der Film geht so um die, ja, fast 2 Stunden, etwa über zwischen 100 und 200 Minuten. Ja. So, hier haben wir die Disc. Sie seht, sie ist in einer Hülle. Das Problem ist, ich zeige euch das. So, hier gehört sie eigentlich rein. Und diese hier sind manchmal etwas breiter und können das Plastik der CD, von diesem CD-Rahmen, kaputt machen. So rissig machen, weil sie unter Spannung stehen. Und deswegen habe ich das rausgenommen. Naja, gut, ist nicht ganz so schlimm. So, hier haben wir auch das Logo am Ende. In Schwarz-Weiß, ja. So, CD kommt da wieder rein. Seht, es ist nicht viel, aber es ist ein interessantes Buch und für Sammler natürlich sehr interessant. Hier haben wir noch eine Las Plagas-Fiole und den Titel. Und das war's auch zu diesem Buch, Biohazard 4 Film DVD Book Incubate. Das soll es mit dem Resident Evil Let's View gewesen sein. Schaut euch auch die anderen Let's Views dieser Bücher an. Ansonsten freue ich mich über ein Like, ein Kommentar und ja, Abo auch natürlich. Aber vor allem den Kommentar. Sagt mir, was ihr von den Büchern haltet. Was hat euch gefallen? Welches war euer Highlight? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.